Im heutigen Pilzvideo suche ich im Laubwald nach den letzten Speisepilzen des Spätherbstes. Die ersten Pilze, die sich heute finden lassen, sind einige etwas ältere Nebelkappen. Die Fruchtkörper sind ziemlich feucht und etwas dunkel gefärbt. Diese Pilze haben schon begonnen, sich zu zersetzen. Daneben steht auch noch ein etwas jüngeres Exemplar. Die Nebelkappe ist natürlich dennoch kein Speisepilz. Zum einen kann sie ähnlich wie der Hallimasch starke Unverträglichkeitsreaktionen bei einigen Personen auslösen. Zum anderen steht sie auch in Verdacht, krebserregend zu sein. Deshalb belasse ich die Nebelkappen natürlich hier. Meistens ist die Nebelkappe gräulich gefärbt. Im Alter kann der Pilz auch ins Bräunliche gehen. Die Lamellen des Pilzes sind weiß bis cremefarben und sehr dicht stehend, laufen etwas am Stiel herab. Der Geruch dieses Pilzes variiert je nach Alter von süßlich parfümiert, ähnlich wie Rötelritterlinge, bis hin zu widerlich süßlich, an Aas erinnernd, vor allem bei älteren Pilzen. Und diese Art kommt vor allem im Spätherbst vor, bis in den frühen Winter hinein und ist meistens in größeren Gruppen oder Hexenringen zu finden. Neben den Nebelkappen bin ich auf zwei einzelne Hallimasch gestoßen. Diese beiden Exemplare wachsen hier am Fuße einer Buche. Ein wichtiges Merkmal des Hallimasch sind die dunkel gefärbten Schuppen auf der Hutoberseite, die sich einfach abwischen lassen. Wer den Hallimasch für die Küche sammelt, sollte auf eine ausreichende Garzeit achten. Denn in rohem Zustand ist dieser Pilz stark giftig. Und auch ausreichend gegart kann er immer noch zu Unverträglichkeitsreaktionen führen. Hier wächst nun der erste verwertbare Speisepilz für heute. Das ist ein recht junger Riesenschirmpilz. Und bei diesem Exemplar kann man ein leichtes Röten in der Stielrinde erkennen. Der Stiel ist genattert, allerdings ist die Natterung nur gering ausgeprägt. Und wie üblich bei Riesenschirmpilzen sind die Lamellen freistehend, also nicht direkt an den Stiel angewachsen. Der Stielring lässt sich einfach verschieben. Essbar ist dieser Pilz, ein Parasol-Riesenschirmpilz oder Safranschirmling ist das nicht. Ich würde hier eher zum Zitzenschirmpilz tendieren. Direkt neben diesem Schirmling stehen zwei weitere Riesenschirmpilze in verwertbarem Zustand. Vor allem dieses Exemplar sieht noch sehr gut aus. Hier wachsen einige braun gefärbte Pilze. Es sieht zwar so aus, als würden sie aus der Erde wachsen. Darunter müsste sich allerdings ein Holzstück befinden, denn das ist eine holzbewohnende Art. Die Lamellen gehen ebenfalls ins Bräunliche. Das Fleisch ist recht brüchig. Bei diesem Fund müsste es sich um den wässrigen Mürbling oder auch weißstieliges Stockschwämmchen handeln. Hier steht ein kleiner Pilz, den ich bereits in früheren Videos zeigen konnte. Rosa gefärbter Hut, Rettichgeruch, helle Lamellenfarbe. Hierbei handelt es sich um den Rettichhelmling, eine giftige Art. Sie enthält ebenso wie der ziegelrote Risspilz oder einige stark giftige Trichterlinge das Nervengift Muscarin, allerdings in deutlich geringerer Konzentration. Und dieser Pilz wird gelegentlich mit einigen essbaren Nacktrichterlingsarten verwechselt. Hier bin ich gerade auf eine Safranschirmlingsstelle gestoßen und hier steht eine ganze Reihe etwas älterer Safranschirmpilze, die bereits zu verwesen beginnen. Hier geht es weiter mit den alten Schirmpilzen. Hier steht ein sehr großwüchsiges Exemplar und hier steht sogar ein Schirmling, der sich noch in verwertbarem Zustand befindet.
Auch der Safranschirmling gehört zu den Riesenschirmpilzen. Das heißt, auch hier findet man einen vergänglichen Ring, der sich einfach verschieben lässt. Die Lamellen sind weiß bis cremefarben gefärbt und nicht am Stiel angewachsen. An verletzten Stellen läuft der Safranschirmpilz zunächst schnell orangefarben an. Später verändert sich diese Farbe zunächst hin zum rötlichen und nach einigen Stunden ins bräunliche bis schwärzliche. Die Stielbasis dieses Pilzes kann durchaus verdickt sein, allerdings sollte man darauf achten, dass sie nicht gerandet abgesetzt ist. Vor allem außerhalb des Waldes, auf nährstoffreichen Standorten, kann man nämlich den giftigen, gerandet-knolligen Safranschirmpilz finden. Die schnelle und deutliche Verfärbung dieses Pilzes ist ein gutes Gattungsmerkmal, anhand dessen man Safranschirmpilze eindeutig bestimmen kann. An einer abgestorbenen Buche wachsen einige alte Birnenstäublinge. Diese Pilze bilden ihre Sporenmasse nicht etwa in Röhren oder Lamellen, sondern im Inneren des Fruchtkörpers. Solange das noch rein weiß ist, kann man diese Stäublinge sogar essen. Mit der Reife des Pilzes zerfällt diese weiße Masse allerdings und es bleibt ein olivgrünes Sporenpulver zurück, das auf Druck freigesetzt wird und sich mit dem Wind verbreitet. Hier steht eine weitere, häufig vorkommende Pilzart des Spätherbstes. Das ist der fuchsige Röteltrichterling, ein süßlich riechender Pilz mit genabeltem, orangefarbenem Hut. Diese Pilzart ist essbar, man kann sie allerdings mit einem wohlriechenden Trichterling verwechseln, der stark giftig ist. Hier stehen nochmals zwei junge Safranschirmpilze. Und das sind natürlich ausgezeichnete Speisepilze. Und hier wächst ein vierter Safranschirmling in verwertbarem Zustand. Direkt am Wegesrand steht dieser junge Riesenschirmpilz und der befindet sich noch in einem ausgezeichneten Zustand. Und auch hier bin ich nochmals auf einen verwertbaren Schirmling gestoßen. Hier wächst nochmals der nebelgraue Trichterling, allerdings deutlich jünger und in einem besseren Zustand. Am Waldrand bin ich gerade auf zwei Schafchampions gestoßen, die zu beachtlicher Größe herangewachsen sind. Für den Verzehr eignen sich diese beiden Exemplare allerdings nicht mehr. Ich komme nun zum Ende des heutigen Sammelvideos. Auch wenn die Menge der Pilze natürlich stark zurückgegangen ist in den letzten Wochen, ließen sich heute immer noch einige Arten finden. Auch einige verwertbare Pilze waren dabei. Mit frischen Riesenschirmpilzen hätte ich zu dieser Zeit eigentlich nicht mehr gerechnet. Überrascht hat mich das fehlende Vorkommen des violetten Rötelritterlings. Der ist in diesem Waldstück eigentlich recht häufig und wäre normalerweise in dieser Zeit ebenfalls anzutreffen. Und auch wenn noch einige Arten des Spätherbstes zu finden sind, geht die Pilzsaison 2019 auf ihr Ende zu. Innerhalb der nächsten Wochen werden dann auch vermutlich die ersten Winterpilze wie Austernseitlinge und Samtfußrüblinge erscheinen. Zum Abschluss, wie gewohnt, den Blick in den Pilzkorb und bis zum nächsten Video.